Soll ich die? Ich brauche mal eigentlich nicht. Ich kann eigentlich weg. So, okay. Energy, das brauchen wir. Ein bisschen Lava. Machen wir uns gleich ein bisschen mehr Obsidian, da können wir davon noch ein bisschen mehr. Jetzt bloß nicht da reinklatschen. Das wäre aber so ein typischer Ich-Move. Du bist neu auf dem Kanal. Dir gefällt, was du siehst. Dann lass doch gerne eine positive Bewertung da. Kommentiere, wenn du es noch nicht schon getan hast. Abonniere und aktiviere die Glocke, dann verpasst du keinen neuen Content hier auf meinem Kanal. Wenn du namentlich genannt werden möchtest in einer Aufnahme als neuer Abonnent, schreib ruhig gern deinen Namen unten in die Kommentare rein. Denn YouTube zeigt mir gerade nicht mehr an, wer mich abonniert hat. Also ich kriege keine Benachrichtigung. XY hat deinen Kanal abonniert. Wenn du das möchtest, dann schreib ihn rein. Wenn nicht, es liegt alles bei dir. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und viel Spaß jetzt weiter bei der Folge. So. Die haben auch EMC. So, und dann braucht man noch 4 Diamanten. So, rein lernen. Okay. Diamantblock. So, mit den Eisen kommen wir, glaube ich, erstmal ein Stückchen hin. Habe ich die schon gelernt? Jetzt schon. Okay. Glowstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein Glas und einen Ofen. So, und da haben wir den Energy Collector MK1. Kurz schauen, used. Hierfür brauchen wir ja 232.000. Wer, wenn man den wieder rein. Nee, kriegen wir nicht. Weil wir bräuchten mal. Dark Matter, dafür brauchen wir einen Diamantblock und davon. Das wäre jetzt, glaube ich, nicht so das Problem. Wir schauen mal. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Also das Dark Matter kriegen wir schon mal hin. So, und dann brauchen wir halt Glowstone. Gut, kriegen wir auch hin. Und dann noch ein Glas. Ne, brauchen wir sogar kein Glas. Cool. Ich tue ihn trotzdem mal speichern. Man weiß ja nie, nicht, dass man irgendwann doch brauchen. Halt. So. Dann brauchen wir noch einen Glowstone-Block. Dann kommt die Talisman jetzt wieder ein. Und dann tun wir uns mal hier
eine EMC-Produktion machen. Wir werden uns mit Melonen, das sind jetzt hier 144. Gut, das ergibt auch 144, aber den habe ich glaube ich noch nicht eingespeichert. Machen wir noch fix. So, und dann tun wir uns hier die Melonenblöcke rein. Die hätte Melonenscheiben nehmen können, wäre es glaube ich schneller gegangen. Gut, das ist ja jetzt nur MK2, der produziert 12 EMC pro Tick. Nehmen wir Melonenscheiben, das. So. So, wir tun aber nicht jetzt die ganzen Sachen, die wir jetzt hier am Essen haben oder so, da reinklatschen. Das wäre sinnlos. Nur weil sie EMC hat. Nein, deswegen will ich nicht reinklatschen. Es gibt eine Möglichkeit, wie man relativ. Es ist zwar sehr zeitaufwendig, an EMC rankommt, Traumbille, Knochenmehl und einen guten Anfang. Ich kann es ja mal kurz vorführen, allerdings ist es halt doch sehr aufwendig. Ich nehme ein Steak davon raus, das braucht 3032. Wir fangen jetzt mit einer Kartoffel an, die jetzt noch nicht gewachsen ist. Nicht, ich fange hier schon an zu sechseln. Sagenhaft. Ja gut, nach einer guten Stunde Aufnahme. Ich will es nur mal zeigen. Wir haben jetzt mit 3000 noch was angefangen. Aber eins will ich noch mit euch bauen. Das ist ganz wichtig. Magnet. So, dann haben wir hier 4, ja, 4500. Haben 3000 investiert, haben 1500 plus gemacht. Es wäre halt eine sehr zeitaufwendige Sache. Deswegen. Na. So, und jetzt machen wir allerdings mal noch den Magnet. Und zwar den hier von Pickletreaks. Da brauchen wir eine Enderperle. Also brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5. Dann nochmal 1, 2, 3, 4. Wir müssen uns erstmal eine Enderperle herstellen und einmal Redstone. Nehme ich nicht das, was ich da drinne auch hab, sondern wir nehmen es normal. So. Eine Enderperle, die speichern wir auch mal ein. Und dann machen wir den Magneten. Gehen wir auch schnell schlafen. Und dann aktivieren wir den und dann können wir mal abernten gehen. Spaßeshalber. Aktiviert wird er. Rechtsklick. Und deaktiviert auch wieder. So, und dann tun wir uns einfach bloß hier oben hin und dann. Ich finde es angenehmer. Mit Magneten. So. Jetzt muss ich mal gucken, haben die giftigen Kartoffeln endlich EMC? Ja, haben sie. Okay. Ausnahmsweise stampfe ich jetzt mal die ganze Ernte hier rein. Ich deaktiviere ihn mal kurz und lege ihn trotzdem mal kurz rein. So, und dann kann man nämlich mit den dann meinen gehen. Den Tube passen wir da rein. Das kann da rein. So, da haben wir uns ein bisschen mit Project E beschäftigt. Werden uns eine Mining Turtle machen. Wir werden uns hier auf die jeweiligen Höhen begeben, wo es optimal zum Beispiel Eisen gibt. Oder dann Diamanten. Beziehungsweise können wir mal schauen. Muss ich mich noch mal einlesen, wie es funktioniert mit Excavates, weil da kann der tut er einen ganzen Tunnelgrab, einen ganzen Hub ausheben. Allerdings muss ich mich damit noch mal beschäftigen. Ich sage jetzt mal an der Stelle: Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne eine positive Bewertung da. Würde mich sehr freuen. Was werde ich jetzt noch zwischen den Folgen machen? Eigentlich nichts. Wir werden noch ein was noch ganz schnell machen. Das heißt, wir brauchen mal kurz Sand.
Ich werde das hier vielleicht doch mal hier den ganzen Boden mal mit Concrete austauschen, die 4x4 Chunks. Wir brauchen White Dye, also brauchen wir erstmal Bone Meal. So, dann brauchen wir ein bisschen Gravel. Dann machen wir uns mal weißen Concrete. Bis auf einen können wir alle erstmal reinlegen. Ich hätte doch nur eine Wasserqualität gebraucht. Ja. So. Und das werde ich mir mit EMC ranholen. Also ich werde mir ein bisschen doch noch hier ein bisschen EMC so ranholen mit Bromir und so. Das ist allerdings so zwischen den Folgen. Das muss ich euch jetzt nicht antun, wie ich mich da hinstelle. Eine Stunde hier Bromir drauf klatsche und dann mir nur den Fußboden mache. Also ich werde diese vier Chunks, 4x4 Chunks, exakt ausbauen. Mit Concrete. Ich werde das mal hier so umrunden. Und dann halt ein bisschen ausleuchten. Nicht, dass hier gleich Mobs drunter spawnen. Das muss nun nicht sein. Aber das mache ich zwischen den Folgen. Wie schon gesagt, macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Mit Wow.